Im Cooking Servus aus Wien. Ich mache uns heute noch Garnelen in Sesam gebraten mit einem asiatisch angehauchten Blattspinat. Und zwar wird der Blattspinat mit Sojasauce und mit Limette verfeinert. Schaut mal, da habe ich meine Zutaten. Garnelen, Sesam, ein bisschen Maisstärke, den Spinat, Limette und Sojasauce. Anfangen tue ich gleich einmal mit dem Spinat. Der Spinat ist gewaschen. Der kommt jetzt hier ganz einfach in den Topf. Keine Zwiebel, gar nichts. Das ist heute wirkliche Schonkost. Tun wir alles da in den Topf hinein. So. Sehr gut. Dann gebe ich ein bisschen Öl dazu. Das braucht er sowieso. Das ist jetzt Rapsöl. Dann habe ich hier eine Limette. Die Limette wird gerollt zuerst, damit sie weich wird. Und dann schneiden wir sie einmal auf und tun das hier gleich den Saft zum Spinat geben. Ja, gut ausquetschen. So, einmal, zweimal. So, wunderbar. Das soll gut sein. Ja, da kommt noch ein bisschen was. Sehr gut. Dann hier noch die Sojasauce. So ganz reichlich. Und dann habe ich hier noch eine Knoblauchzehe. Die gebe ich aber nur im Ganzen dazu, damit sie ganz, ganz wenig Geschmack abgibt. Dass der ja nicht nach Knoblauch schmeckt, der Spinat. Gehen wir da dazu. Deckel drauf. Und das Ganze heizen wir jetzt auf bei 7. Zu den Garnelen. Garnelen im Sesam. Da tun die meisten die Garnelen zuerst ins Mehl, dann durchs Ei und dann durch den Sesam, dass der hält. Besser hält. Man kann es auch ganz ohne Ei machen. Einen kleinen Trick möchte ich euch heute zeigen, wie der Sesam perfekt hält an den Garnelen. Und wie der ausschaut, passt auf. Da ein bisschen Maisstärke. Da nehme ich mal Wasser, das schütte ich mir da rein. Dann gebe ich da Maisstärke dazu. Ist jetzt auch für die Allergiker interessant. Weil es ist quasi glutenfrei. Dann verrühre ich mir das. Und das darf ruhig ein bisschen schlemmig sein. Ja. So, schaut das. So schaut das gut aus. Ja. So leicht verrühren. Dann haben wir da heute eine ganz schöne Baustelle beieinander. So. Und jetzt kommt, jetzt nehme ich die Garnelen und gebe die da hinein. Die sind trocken, die Garnelen. Seht ihr das? Ich habe die aufgetaut, abgewaschen und dann trocken getupft. Und die gebe ich jetzt da in die Stärke hinein. Und die Stärke bleibt an den Garnelen haften. Und wenn man jetzt hergeht und die Garnelen als nächstes in den Sesam legt, dann bleibt der Sesam wunderbar an den Garnelen kleben. Seht ihr das? Wunderbar. Und jetzt gibt es da noch einen Trick, was man noch machen kann. Das mache ich eigentlich heute zum ersten Mal, das ist mir vorhin eingefallen. Man nimmt einfach einmal gleich alle Garnelen, legt die da in den Sesam hinein. So. Ich heiz mir dann übrigens schon die Pfanne vor, damit wir die entsprechende Hitze haben. Jetzt sind die Garnelen im Sesam. Das stellen wir weg, das braucht man nicht mehr. Mein Knülltuch. Jetzt machen wir da die Box zu und panieren die ganz einfach so. Kann nichts passieren. So geht das Ganze nämlich schneller, flinker. Und wir können gleich hier zum Braten anfangen. Erdnussöl in die Pfanne. Zum Sesam braucht ihr auf jeden Fall ein bisschen Öl.
Schauen wir mal, was unser Spinat da hinten macht. Ja, der wird gleich zusammenfallen, dampfen tut es schon. Schaut gut aus, gefällt mir. Da heizt die Pfanne auf. Jetzt kann man da wunderbar die Garnelen rausnehmen und kann die hier sauber anbraten. Den restlichen Sesam im Übrigen, den nehme ich zum Beispiel am nächsten Tag für einen Sesamsalat. Da tue ich ihn nochmal rösten kurz. Er kommt jetzt dann gleich da in die Pfanne hinein. Passiert überhaupt nichts. Schadet nichts. Das Einzige, was ich mache, ich stelle ihn in den Kühlschrank und verwerte ihn halt innerhalb der nächsten paar Tage. Das ist jetzt einfach einmal die Variante für schnelle. Man könnte auch weniger Sesam reingeben. Beides möglich. Aber ihr seht, der Sesam hält recht schön an den Garnelen. So soll es sein. Es ist jetzt auch so, dass die Stärke quasi auch beim Braten dafür sorgt, dass die Sesamkörnel an den Garnelenschwanzeln dranbleiben. Ja, unser Spinat pfeift schon, da machen wir aus. Da lassen wir es braten. Sehr schön wird das. Spritzt natürlich ein bisschen, da kann man auch den Deckel so halb auflegen, dann ist es nicht so schlimm. Ich schalte ein wieder, wenn ich die Garnelen wende. Okay? So, jetzt schaut einmal. Garnelen gebraten, sehr schön geworden. Ein bisschen gleichmäßiger könnten es sein, aber gut. Ist heute so. Ich gehe jetzt einmal her und tue den Spinat anrichten. Und her, der ist schön geworden. Herrlich ist das. Schaut gut aus. Duftet auch fein. Drücke ihn ein bisschen aus, dass wir kein Lackerl am Teller haben. Könnte man auch auf dem Sieb machen. Drücken sie ein bisschen auseinander. Ja. Mal, wie das schmeckt. Das ist eine ganz interessante Variante. Und gehe jetzt her und lege da meine Garnelen dazu. So. Sieht doch gut aus, schaut mal. Wie schön die geworden sind. Wunderbar. Da auch noch. Na perfekt. Bin ich zufrieden für heute. Wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Lasst es euch schmecken. Bis zur nächsten Folge. Servus und Baba.